Ja, schon wieder ich. Ich bitte um Entschuldigung, aber ich habe da großen Wert drauf gelegt. Stellen Sie sich vor, der Chef eines Unternehmens, das wegen einer Reihe von Fehlinvestitionen ums Überleben kämpft, hat Ärger mit der Presse und entwickelt darum paranoide Züge. Das ist schon öfter vorgekommen. Also heuert er eine große Detektei an, die Journalisten und andere Kritiker ausspähen soll. Ist auch nicht wirklich neuer Vorgang. Weil er außerdem einen Vorstandskollegen verdächtigt, der hätte geheime Informationen an die Medien weitergeleitet, setzen dieser Boss und sein Justiziar und sein Personalchef ihren Privatgeheimdienst auf ihn an, um die Privaten um ihn auszuforschen und abhören zu lassen. Und als dessen Agenten nichts finden, engagieren sie dann einen privaten Ermittler, der technisch versiert ist und als ihr Handlanger agiert. Und der frisiert dann eine E-Mail dieses Vorstandsmitglieds so, dass es aussieht, als hätte der Mann tatsächlich Firmengeheimnisse verraten. Und der Unternehmenschef geht dann damit zum Aufsichtsrat und der zu Unrecht verdächtigte Manager verliert seinen Job. Und er ist noch nicht mal das einzige Opfer der Paranoia dieses Mannes. Auch der Leiter der New Yorker Filiale ist dem Boss im Weg. Und darum setzt er einen skrupellosen Privatschnüffler auf ihn an, der dem Mann kurzerhand Kinderpornos auf seinen Computer spielt und dort auf der Platte speichert. Und diese Kinderpornos werden dann bei einer von der Unternehmensleitung angeordneten Durchsuchung natürlich auch prompt gefunden und natürlich wird auch der Manager in New York gefeuert und mit dem Vorwurf, ein Kinderschänder zu sein, ist er gleich sein ganzes Leben lang ruiniert. Das alles klingt so plump, dass es als Plot für einen Krimi vermutlich niemals durchgehen würde. Aber bei der staatseigenen HSH Nordbank passierte unter Leitung ihres außer Kontrolle geratenen Chefs Dirk Jens Nonnenbacher genau das. Man muss sagen, zum Glück hatten die beiden Opfer den Rechtsstaat sowohl in den USA als auch in Deutschland auf ihrer Seite. Beide wurden rehabilitiert und auf Kosten der Steuerzahler mit hohen Millionenbeträgen entschädigt. Aber, und das war fast der fast genauso große Skandal, wäre es nach den Verantwortlichen der Landesregierungen in Schleswig-Holstein und Hamburg gegangen und nach den Absichten des Aufsichtsratsvorsitzenden Hilmar Kopper, dann hätte die Öffentlichkeit von diesen ganzen ungeheuerlichen Vorgängen vielleicht nie oder nur unzureichend erfahren und Nonnenmacher wäre womöglich gar nicht zur Rechenschaft gezogen worden. Und dass sie damit nicht durchkamen, das verdanken wir den drei Kollegen Jürgen Dahlkampf, Gunter Latsch und Jörg Schmidt vom Spiegel. Sie haben mit einer wirklich, man muss es sagen, grandiosen Recherchearbeit den Wahn von Nonnenmacher und die Machenschaften seiner Helfershelfer in eine Serie von insgesamt 12 Artikeln Stück für Stück an die Öffentlichkeit gebracht und damit den Druck auf die Aufseher aus den Landesregierungen so erhöht, dass sie Nonnenmacher schließlich fallen lassen mussten. Und obwohl ich die Bezeichnung investigativer Journalismus eigentlich überhaupt nicht mag, weil wir sind keine Detektive und in Deutschland wird neuerdings jeder Journalist, der seine Arbeit halbwegs anständig macht, als investigativer Journalist bezeichnet. Also ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber in diesem Falle muss man sagen, trifft er wirklich zu, denn dieses Team war wirklich investigativ unterwegs. Diese Recherche erforderte einen Einsatz, den, glaube ich, nur sehr wenige Kollegen leisten. Da fanden konspirative Treffen in Wohnungen statt, die man nur getrennt betreten und verlassen dürfte und die von neutralen, Unbeteiligten gemietet werden mussten. Ja, da traf man sich nachts auf Parkbänken und Friedhöfen mit zweifelhaften Gestalten, die auch gut hätten eine Falle stellen können. Oder da wurden die Kollegen dann mal per SMS nächtens in ein Hotelzimmer gerufen, wo sie dann 6 Stunden lang einen in englischer Juristensprache abgefassten geheimen Untersuchungsbericht der einschlägig bekannten Anwaltskanzlei Wilmer Hale auf Band diktieren mussten oder dürften. Denn kopieren war zu riskant, weil jedes Exemplar war so gekennzeichnet, dass der Urheber des Lecks identifizierbar gewesen wäre. Und das sind nur die Highlights. Ich gebe zu, ich bin wirklich beeindruckt von dieser Recherche. Chapeau, liebe Kollegen, dieser Preis ist mehr als verdient. Denn die drei vom Spiegel da.
herzlichen Dank. Versuchen Sie es einfach. Harald Schumann sagte es gerade, dass die Arbeit zum Teil unter, soll ich sagen, konspirativen Bedingungen zustande kam und manche Strecken lesen sich auch wie ein Krimi. Um jetzt in diesen Bildern zu bleiben, wie kam der Anfangsverdacht auf? Der Anfangsverdacht kam eigentlich schon bei der Entlassung von Herrn Roth auf, weil wir hatten vorher eine Reihe von Artikeln geschrieben über die, ich sage mal, Skandalgeschäfte der Bank, alles, was hier so mit dem Stichwort Omega oder Credit Investment Portfolio, Giftpapiere bekannt geworden ist. Und wir hatten eigentlich gedacht, das sei damit auch zu Ende. Und dann ist es eine ganz normale Reaktion, wenn jemand entlassen wird aus dem Vorstand, dass man den Kontakt zu dem sucht, weil der hat möglicherweise noch was zu erzählen oder ist auch jetzt eher geneigt zu reden, als zu der Zeit, als er noch im Dienst war. Und erstaunlicherweise war dann der erste Kontakt mit seinem Rechtsanwalt so, dass er gesagt hat, das werden wir nicht tun, weil Herr Roth dann das machen wird, was man ihm vorwirft und was er nicht getan hat, nämlich Geheimnisse zu verraten. Aber rufen Sie in regelmäßigen Abständen nochmal an. Wenn das Verfahren, von dem ich glaube, dass es zu seinen Gunsten beendet sein wird, dann zu Ende ist, dann können wir reden. Und das ist einfach dann Fleißarbeit und Routine gewesen. Wir haben da alle 6, 8 Wochen angerufen und irgendwann nach einem Jahr war es dann zu Ende. Und dann konnte man reden und hatte dann, und das war dann das erste riesige Fund, natürlich den kompletten Bestand der Ermittlungsakten, wo Staatsanwälte schon reingeschrieben hatten, auch in ihre Zwischenberichte, dass es offensichtlich falsch gelegte Spuren waren, denen Herr Roth zum Opfer gefallen ist. Dann kamen uns natürlich dann mit ein bisschen Glück auch noch die alten Kontakte in der Bank zu nutzen, weil es gab dann dieses Protokoll dieses Mitarbeiters der Detektivfirma Privent, von der ich nochmal erwähnen möchte, dass sie auch Leute wie August Hanning dann in ihren Reihen bzw. in ihrer Spitze hatte, was ich nach wie vor einen unterbewerteten Skandal finde. Und so ging es dann halt weiter. Als dieses Protokoll da war, gab es immer mehr Leute in der Bank, die auch nach vielen Mühen, und da kam die Konspiration dann rein, den Mut gefunden haben, mit uns zu reden. Als sie merkten, als die ersten zwei Artikel raus waren, gab es so einen gewissen Ruck. Allerdings, wir haben das am Anfang ehrlich gesagt vollkommen unterbewertet, weil das war so, das mit diesen Friedhöfen, das stimmt tatsächlich. Wir haben gedacht, die Leute spinnen ein bisschen, aber wir wollen was von ihnen, also lass sie uns treffen. Bis wir mal gemerkt haben, die hatten wirklich Angst. Und je mehr wir in dieses System dann eingedrungen sind, je mehr wir wussten, desto besser konnten wir es dann auch verstehen und haben uns auch auf Sachen eingelassen, die dann jetzt im Nachhinein, wie Harald Schumann schon sagte, ein bisschen grotesk anmuten. Also wir haben während dieser ganzen 6 Stunden Diktat Gummihandschuhe getragen, weil die Angst hatten, dass unsere DNA oder die Fingerabdrücke irgendwo draufkommen, was in einem warmen, überheizten Hotelzimmer echt dazu führt, dass Ihnen nachher die Hände ganz runzlig werden. Sie wissen gar nicht, wie Sie das Mikro halten sollen. Wie schützen Sie eigentlich Ihre Informanten? Haben Sie da eigene Regeln, die Sie aufstellen? Werden Sie vom Justizariat beraten? Wie muss man sich denn sozusagen die Begleitmusik vorstellen? Na, ich glaube, erstmal arbeiten wir in der Konstellation schon länger zusammen und ich glaube, dass ein paar Leute auch wissen, dass sie Informationen bei uns loswerden können und dass die da auch tatsächlich bleiben. Das war in dem Fall auch so. Es gab halt 1, 2 Quellen, die wussten, dass sie mit uns arbeiten können, dass wir Vertraulichkeit zusichern. Und ansonsten haben wir eben genau diese Vorsichtsmaßnahmen auch getroffen und diese Vorsichtsmaßnahmen waren bei dem Gegner auch völlig berechtigt, wenn Sie da jemand gegenüberstehen, der quasi Verbindungen bis in die höchsten Stufen des Geheimdienstes des deutschen BND hatten, dann waren Vorsichtsmaßnahmen wie in einen Raum zu gehen und das Handy draußen zu lassen völlig normal. Es war völlig normal, sich spontan irgendwo zu verabreden und nicht auf Zuruf. Es war ganz normal, letztlich auch bei an manchen Treffen sich halt irgendwo draußen zu treffen und nicht irgendwo in einem Raum.
zu gucken, dass lieber in 2 Stunden auf dem Friedhof durch den Regen zu gehen, als sich irgendwo in der Kneipe zu treffen. Das sind alle Sachen, die wir natürlich irgendwie bedacht haben. Und viele Sachen waren dann auch in ganz enger Abstimmung, muss man natürlich auch sagen, mit unseren Juristen, nach dem Motto, wie weit können wir gehen, wo gibt es juristische Fallstricke, wo müssen wir nochmal konfrontieren, wo müssen wir auch nachbessern. Also wir haben versucht, die Juristen auch relativ früh in die Recherchen mit einzubeziehen. Und die Juristen, Entschuldigung. Ja. Dass man häufig Recherchen hat, bei denen man dann denkt, die Informanten schützen zu sollen, weil die möglicherweise zum ersten Mal mit der Presse zu tun haben und eine gewisse Unvorsichtigkeit in den Tag legen von Diensttelefonaten, Telefonen, Anrufen, Ähnliches. In dieser Recherche war es eigentlich genau umgekehrt. Die Leute waren also das, was wir für eine Paranoia gehalten haben, stellte sich für uns mehr und mehr nachher als ein sehr vernünftiges Verhalten heraus. Und diese Leute waren alle so unter dem Eindruck dessen, was sie da erlebt hatten, dass sie selbst schon vorsichtig waren. Sie sagten es selber, ein großer Gegner. Haben Sie das zu spüren bekommen? Sind Sie selber bedroht, bedrängt, drangsaliert worden? Nein, also da sind die... Also an den Spiegel traut man sich dann da sind die deutschen so Banken und das Umfeld, so wie man sich das vorstellt, das geht alles auf dem juristischen Weg. Dort dann aber wirklich mit den teuersten Anwälten, die man sich suchen und finden kann. Also insofern geht das alles gepflegt. Im März musste Nonnenmacher gehen. War das ein Augenblick stillen Triumphs für Sie? Also nachdem wir uns die ganze Zeit gefragt hatten, warum er nicht gehen musste und wir vor diesen Landespolitikern gestanden haben, gedacht haben, was müssen wir eigentlich noch schreiben, bevor die sagen, uns ist das Geld nicht so wichtig wie die Moral, war das tatsächlich für uns, das gebe ich zu, ein Tag, an dem wir gesagt haben, es hat sich doch gelohnt. Ja, man muss auf eines noch mal hinweisen. Es war nicht die Tatsache, dass man nachweisen konnte, die haben Kinderpornos auf Computer von Kollegen gespielt, sondern erst als klar wurde, dass Prevent auch im Auftrag der Bank verdeckt Veranstaltungen mit Politikern besucht hat. Erst da wurde Lonnenmacher langsam untragbar. Und was ihm das Genick gebrochen hat, das wundert uns bis heute, war ein Vertrag, den er alleine unterzeichnet hatte, gegen alle Zeichnungsvorschriften der Bank mit der Sicherheitsfirma Prevent, von dem er hätte wissen können, weil er bei uns schon im Faksimile abgedruckt war, dass er da war. Und als die Anteilseigner, die Banken, sagten, lege alle Verträge vor, hat er just den hinten behalten. Darüber staunen wir bis heute. Meine Damen und Herren, eine grandiose Artikelserie, auch die ist nachzulesen auf der Otto Brenner Webseite. Ich gratuliere herzlich. Wir kommen jetzt zum Ende.